Ja, jetzt kannst du mal hier die Ansage machen, Florian. Mich sieht man nicht. Ja, dann stell dich mal hier hin, dass man dich sieht. Und jetzt? Und jetzt machst du mal hier eine frische Einleitung für dieses Video, Fabian. Soll ich hier alles machen oder was? Du machst jetzt ab sofort alles. Ich bin jetzt nur Anweiser hier. Okay. Ich muss erst mal reinkommen. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Ging ja bei dir auch nicht, oder? Das stimmt. Ja, ich würde erstmal so anfangen von wegen herzlich willkommen in den Heiligen Hallen und ich wünsche euch erstmal vorneweg allen einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen in einem neuen Premium-Video der Heiligen Halle. So würde ich das anfangen. Genau, und so lassen wir das. So lassen wir das. Ja. Ein bisschen komisch, oder? Ja. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in den Heiligen Hallen und zu einem neuen Video. Wir haben heute was Besonderes vor. Wir sind im Influencer-Game angekommen, Fabian. Ne? Ja. Wir fahren nämlich heute zu den Kollegen von Schulz und Schraube in Bad Salzung. Die Kollegen haben uns angeschrieben und die wollen uns doch in Zukunft vielleicht mal so ein, zwei, drei ihrer Premium-Fahrzeuge ausleihen zum Testen. Da können wir quasi damit machen, was wir wollen. Und das finden wir sehr cool und deswegen fahren wir da jetzt hin und gucken mal, was die Kollegen da für uns vorbereitet haben. Ich mache das. Und los. Meister sind da, ne? So, Ladies and Gentlemen, wir sind angekommen bei Schulz und Schraube. Zu unserer Linken das Volkswagen-Autohaus und zu unserer Rechten das Audi-Autohaus. Dann würde ich sagen, spazieren wir noch mal rein. Ne? Zu Audi müssen wir, oder, Fabian? Ja. Hä? Wissen die Leute schon mal mehr jetzt, oder? Ja. Und los. Mal schnell deinen Namen verraten. Hä? Ich heiße Marvin. Der Marvin, der erklärt uns jetzt mal kurz hier das Technikwunder, oder? Genau, so war das vor. Mach mal ein paar kurze Eckdaten zu dem Fahrzeug. Wir sitzen hier übrigens, falls wir das noch nicht erwähnt haben, in einem Audi e-tron GT. Was hat das Ding an Leistung? Ja, also das Modell hier 476 PS. Ja. Im Overboost-Modus 530 und 650 Newtonmeter. Wir fahren jetzt mal eine Runde und wollten was testen? Ja, den Sound im welchen Modus? Dynamic. Dynamic, genau. Du bist jetzt noch im Komfortmodus. Ja. Den Sound, den du jetzt hörst, das ist der Fußgängerschutz im Endeffekt. Und du kannst jetzt über den Drive Select schalten. Jetzt hat er quasi Soundmodule. Mhm. Wir werden noch zu richtigen Elektrofreaks, Fabian, oder? Ich bin ganz ehrlich, wer hätte das hört sich an wie ein Raumschiff. Ja. Es sieht aber so aus wie ein Raumschiff, das Ding. Ja, das hört sich echt an wie im Raumschiff. Das ist geil, ne? Ja, jetzt wollen wir gerade nochmal. Kommt der, dieser Boost dann im Nachhinein erst? Ne, der hat einen Zweiganggetriebe. Ja. Das ist anders als bei normalen Elektro. Ach, der hat jetzt geschaltet quasi. Der hat zwei Gänge. Ja. Und den Boost spürst du ab 30 km/h, also um die 30 km/h spürst du es am besten. Ja. Das ist wirklich der Wahnsinn. Techniker machen das jetzt nicht mehr so, dass man die Autos über Sound direkt wahrnimmt, sondern über Windgeräusche. Kennst sicherlich von dem Bugatti Chiron, wenn der an einen vorbeifährt oder die Videos. Ja, den, ja, hört den sich hat an, als würde ein Kampfjet an euch vorbeifliegen. So der ist uns bekannt, der Sound, den hat Fabian daheim stehen, den Bugatti Chiron. Ja, ich weiß ja nicht, durch die Videos, vielleicht seht ihr mal. Also, das ist schon. Also, wenn du sowas mal auftreiben kannst, rufst du gerne auch mal durch. Ne? So, jetzt fahren wir nämlich hier quasi eine Runde und dann fahren wir wieder zu Schulz und Schraube. Weil der Johannes hat hier mal gearbeitet, ein Jahr lang, bei Opel. Das Autohaus gibt es aber schon gar nicht mehr. Hoffentlich lassen nicht an mir. Ja. Kennst du den kleinen Marienkäfer? Ich? Hm. Ja. Ich heiße Marvin. Ach so, doch. Ja. Der würde ich nachher erwarten in dem Video hier. Ich heiße Marvin. Das habe ich bestimmt 5 Jahre nicht mehr gehört. Das ist ja sofort, Alter, wenn mir einer sagt, er heißt Marvin, habe ich diesen scheiß Marienkäfer vor Augen. Gibt's überhaupt nicht. Ja, Marvin, dann bedanken wir uns für deine Expertise. Ja, gerne. Und jetzt wird mir das Thema richtig auf Herzen nehmen. Mit dem neuen Audi e-tron GT gehen die Ingolstädter auf Angriff in der elektromobilen Oberklasse. Auch uns konnten sie mit ihrem ausdrucksstarken und aggressiven Design ihres Gran Turismo elektrifizieren und geben uns in Sachen Tuning und Style Hoffnung für die Zukunft. Q5
Kurzum, ideale Bedingungen, um aus dem jetzt schon aggressiven und zukunftsorientierten Modell optisch noch mehr rauszuholen. Ganz nach dem Motto, nicht nur am Antriebsstrang, auch am Unterboden könnten die Funken ruhig mal sprießen, hätten wir schon einige Ideen, um den Ingolstädter ein paar optische Highlights zu verpassen. Zu den Fakten. Der e-tron GT mit einer Länge von knapp 5 Metern ist kein Kind von Traurigkeit und bietet auch den größten Insassen genug Platz, um sich in dem sportlich hochwertigen und dennoch komfortablen Innenraum wohlzufühlen. Auch in Sachen Leistung hat er einiges zu bieten. Mit seinen 350 kW und 475 PS katapultiert er seine Insassen trotz des hohen Leergewichts von 2350 Kilo regelrecht nach vorne. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 245 km/h konnte er bei uns allerdings nicht glänzen und ist für ein Fahrzeug der Oberklasse nicht gerade eine Rakete. Bei der Beschleunigung von 4,1 Sekunden auf 100 und beim RS-Modell in 3,3 Sekunden vergeben wir allerdings eine 10 von 10 und sind vom Vortrieb des Elektroaggregats begeistert. Auch für den alltäglichen Gebrauch ist der e-tron GT individuell einsetzbar und glänzt gleich mit zwei Kofferräumen, die jeweils mit 405 und 85 Litern für genug Platz und Stauraum sorgen. Die vom Hersteller angegebenen 475 Kilometer konnten wir zwar nicht ausgiebig testen, sind dennoch sehr zufrieden mit dem Verbrauch der strapazierenden Testfahrten, die wir ihm abverlangten. Zusammenfassend ist der neue Audi e-tron GT ein Wolf im Elektroschafspelz, mit dem man Spaß haben kann, aber der dennoch super im Alltag einsetzbar ist. Ich meine, warum? Ja, jetzt ist ja die Seriosität weg. Jetzt ist die Seriosität weg von unserem Specialized Holy Hall Autocar-Testing-Video, meinst du? Jetzt kann ich wieder normal werden. Ja. Jetzt mal, kurz hier unser neues Equipment ansprechen. Das ist jetzt erstmalig, dass wir jetzt hier so kleine Hamster hier an unserem T-Shirt klemmen haben. Wir wissen aber noch nicht, ob das gut ist, was wir jetzt hier aufnehmen. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier funktioniert. Und der Fabian hat nämlich auch so ein Teil jetzt hier um den Latz geklemmt. Jetzt hört er den auch mal besser hinter der Kamera. Ja? So, Ladies and Gentlemen, jetzt zu euren Fragen zu dem neuen Audi e-tron GT. Wir haben euch ja bei Instagram mal gefragt, was euch so zu dem Fahrzeug interessiert. Und der Fabian hat so die wichtigsten oder schönsten Fragen davon rausgesucht und die wird er mich jetzt fragen. Ja? Ja, so ist der Plan. So ist der Plan. Wir können euch ja erstmal kurz zeigen, dass der Fabian hier gerade Regie und Kameraführer zugleich ist. Ja? Komm mal kurz mit, Fabian. Zeig den Leuten das mal, dein Konstrukt hier. Sieht man das überhaupt? Hier Handy angeklebt, an das Licht mit Mikrofon, Kamera, Objektiv. Ob man das sieht überhaupt? Das sieht man natürlich, ja. 1A. 1A. Ja, Fabian, dann leg mal los mit deinen Fragen, die du vorbereitet hast. Das Auto, das haben wir jetzt schon ein paar Tage, ne? Ja. Das heißt, du konntest auch schon ausgiebig... Also, das muss ich sagen, das ist einer... Also, wir hatten ja schon ein paar Autos hier zum Testen, aber das haben wir jetzt wirklich am meisten getestet. Wir haben jetzt rund 300 Kilometer auf das Teil gefahren und sind jetzt auch schon 2-3 Tage mit dem Ding unterwegs. Also, so hart haben wir wirklich noch kein Fahrzeug getestet bisher. Und deswegen direkt zur Frage, wie die Performance so ist. Die Performance, muss ich immer wieder sagen, wir hatten ja schon mal den Audi... e-tron Sportsback da und da war ja die Performance schon überragend, aber das Ding setzt natürlich noch mal einen oben drauf, obwohl beide sich wirklich fahrdynamisch nicht sehr viel nehmen. Ich gehe mal davon aus, dass es wirklich an den Akkus liegt, dass die wirklich den Schwerpunkt nach unten drücken. Fabian, du bist auch mal mitgefahren, gell? Mhm. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie das Teil durch die Kurven marschiert und selbst wenn das Ding mal leicht ausbricht oder so, ist immer wieder sofort handelbar. Also es ist wirklich für den Laien, der wirklich gar kein Auto fahren kann, kannst mit so einem Teil wirklich richtig krachen lassen, weil es wirklich kinderleicht zu bedienen ist. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also auch alltagstauglich oder eher was für Sonders? Alltagstauglich auf jeden Fall, das habe ich auch schon angesprochen, also diese Beschleunigung von dem Teil ist natürlich phänomenal, aber wirklich auch nur, finde ich, beim ersten Mal, wenn man in dem Auto drin sitzt, man gewöhnt sich nämlich sehr, sehr schnell daran. Für mich könnte es jetzt noch ein Ticken krasser sein, aber wo ich sagen muss, dass das Fahrzeug natürlich auch alltagstauglich sein muss für jede Hausfrau und deswegen können die dann wahrscheinlich den Boost am Anfang nicht so krass hochziehen, dass es da dir die Augen in den Kopf reindrückt. Und deswegen ist das Teil auf jeden Fall alltagstauglich. Die Augen sind wohl sonst nicht im Kopf, oder was? Die Augen sind sonst im Kopf, aber nicht im Hinterkopf, Fabian. Ja. Aber nochmal, um das Thema Alltagstauglichkeit aufzugreifen, wir können ja mal kurz in das Teil reingucken. Also, wenn es jetzt darum geht, da was zu transportieren, haben wir hier natürlich hinten einmal einen großen Kofferraum, was natürlich immer ein bisschen Platz frisst, ist wirklich das Ladegerät hier. Was man jetzt, wenn man jetzt kurze Strecken fahren sollte oder irgendwas transportieren will, nicht unbedingt immer mitnehmen müsste. Und wir haben zusätzlich, was wir übrigens Ewigkeiten gesucht haben, wo der Knopf für die Motorhaube vorne ist, der ist hier in der Tür. Jetzt sind wir bald wahnsinnig geworden. Das ist, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich das Handbuch mal aufklappen musste. Haben wir zusätzlich vorne noch einen Kofferraum, einen kleinen.
Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, ist nämlich ziemlich Porsche-typisch. Typisch, Fabian, gell? Ja. Das ganze Fahrzeug basiert nämlich auf dem Porsche Taycan. Da habt ihr übrigens auch eine Frage gestellt, wie viel Taycan steckt in dem neuen Audi e-tron? Das können wir euch so gar nicht beantworten. Wir haben nämlich noch keinen Taycan da gehabt. Liebes Porsche-Zentrum Würzburg, es wird Zeit. Aber was mir aufgefallen ist, dass hier im Bordwerkzeug zum Beispiel schon mal aufzufinden ist, das typische Porsche-Bordwerkzeug. Kommt dir bekannt vor, ne, Fabian? Das kommt mir bekannt vor. Hat dein Porsche, hat mein Porsche und hier steht sogar Porsche drauf. In einem Audi e-tron. Also steckt ziemlich viel drin wahrscheinlich. Also steckt wahrscheinlich ziemlich viel Porsche Taycan in diesem Fahrzeug. Wo ich mich auch angesprochen gefühlt habe, ist, ob das Auto in echt geil aussieht als auf Bildern. Also wie du weißt, habe ich das Ding ja auf Bildern nicht so gefeiert, vor allem nicht von hinten. Aber wenn das Ding live vor dir steht, das ist halt irgendwie auch eine andere Hausnummer. Ne? Es ist schon übelst krass. Vor allen Dingen die Präsenz von dem Auto. Gell? Man denkt natürlich, dass das Teil hätte eine Form oder eine Größe von einem normalen Auto. Aber das ist wirklich extrem riesig, sage ich mal so. Jetzt nicht von der Höhe, aber von der Länge her. Das ist schon so groß ungefähr von hier. Das ist schon phänomenal. Ja, zum Thema Alltagstauglichkeit, da waren wir ja eben noch. Was mich ein bisschen stört, trotz dass das Teil so riesig ist, ist es leider nur ein Viersitzer, wie man sehen kann. Aber ich glaube, mit Notsitz in der Mitte, genau, ist noch ein extra Anschnaller. Aber da möchte wirklich keiner sitzen, der normal ausgewachsener Mensch ist. Dann wirklich nur was für die Not. Ja, ansonsten würde ich sagen, ist das Teil vollkommen alltagstauglich. So, und was würdest du optisch verändern? Also was die Hauptfrage war, ob das Ding Holy Oil tauglich ist. Das Teil ist auf jeden Fall Holy Oil tauglich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Was ein bisschen tricky ist, ist wirklich, dass die Reifengröße original schon bei 21 Zoll liegt und die Radkästen halt extrem groß sind. Um da jetzt wirklich was zu reißen, müssen wir da wirklich eine 22, 23 Zoll Felge fahren. Was für eine Felgenart, fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall nichts Mehrteiliges, schon ein Einteiler, ein bisschen konkav. Und das Teil natürlich extremst in Dreck. Und dann sind natürlich auch jede Menge schöne Features schon vorgegeben, die man optisch noch verbessern kann. Wenn man jetzt quasi mal auf das Teil von hinten flach davor guckt, siehst du jetzt hier beim Radlauf hier drüben, dass man von hinten halt extremst das Rad sieht. Das ist hier alles extrem windschnittig gebaut. Und wenn man da jetzt halt nochmal so einen übelst krassen Diffusor drunter bauen würde, mit hier so einer geilen Finne, die seitlich hochgeht, oder auch hier diese Diffusor-Finne nochmal krasser nach hinten ausbauen würde, könnte man dann halt schon... Der das mit dem Fuß, hä? Oder bist du auf den Knopf gekommen? Ich bin auf den Knopf gekommen. Könnten wir das Teil schon richtig Ober-Endstuf umbauen? Auch von der Front her sind mir schon ein paar Features aufgefallen. Also ich würde zum Beispiel schon mal die Haube hier absetzen, in demselben Anthrazitton, wie hier die Front ist. Dann würde man quasi nur hier so einen leichten blauen Streifen sehen. Das würde die Front noch mal wesentlich aggressiver machen. Und zudem könnte man natürlich auch vorne optisch jede Menge machen. Da auch ein Schwert drunter bauen mit hier so geilen Finnen, die Front noch mal aggressiver machen und betonen. Oder diese Finnen weiter in die Front hier ziehen, größer, krasser machen. Also da würde ich schon was draus zaubern können, Fabian. Wenn einer so ein Ding hat und nicht Angst davor hat. Wenn ich einem sein 150 Euro, 1000 Euro Auto zerschneiden soll, dann soll er sich gerne melden. Ja. So, wäre es für dich ein gleichwertiger Ersatz für deinen 911er? Schwierig. Also du bist ja schon sehr fasziniert von den Dingern, ne? Ich bin allgemein von Elektroautos sehr fasziniert und auch von dem Teil noch mal viel, viel mehr, weil das optisch natürlich Endstufe ist, so ein Ding. Gell? Das merkt man auch immer wieder. Also das war jetzt kein großer Unterschied, Fabian, du bist ja auch gefahren. Ja. Wenn wir mit unseren Porsches hier durch die Rhön ballern, zieht das natürlich auch jeden Blick auf sich. Wahrscheinlich auch wegen der Geräuschkulisse, was die Dinger machen. Aber das Ding schleicht ja wirklich fast geräuscharm dahin. Und es zieht trotzdem wirklich jeden Blick auf sich. Und das auch nicht ohne Grund, weil das Teil macht schon einen schmalen Fuß, so wie das aussieht. Das ist meine Frage, aber nicht. Ich habe deine Frage nicht beantwortet. Ja, ist schwierig. Also ist auch eine schwierige Frage. Ich bin sehr emotional gebunden an meinen Wagen, Fabian. Da geht nichts drüber. Ja. Obwohl ich da sagen müsste, dass das doch schon ein guter Ersatz wäre zu meinem Auto. Muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings würde ich dann diese technischen Highlights, die ich eben gesagt habe, auch noch umbauen und das Ding erstmal in den Dreck schmeißen. Dann wäre das natürlich auch mir gerecht. Ja. Dir gerecht? Wie findest du den Preis? Gerechtfertigt? Den Preis, ob man den Preis gerechtfertigt findet oder nicht, aber Audi muss das natürlich kalkulieren. Müssen am Ende des Tages natürlich auch was verdienen. Und da steckt natürlich so viel Technik drin, auch gerade die Akkus, das ganze Know-how, was da drin steckt, will natürlich auch bezahlt werden. Ob das jetzt auch bezahlt werden oder bezahlt wäre mit nur 100.000 Euro Kaufpreis, weiß man halt nicht. Wir stecken nicht drin in der Automobilindustrie. Für mich ist der Preis von 149.000 Euro kostet, nee, 139.000 kostet der hier. Wie er jetzt ausgestattet ist. So wie er jetzt ausgestattet ist, kostet er 139.000 Euro und da finde ich es für mich zu fett. Also ich würde mir das Auto für diesen Preis auf jeden Fall nicht kaufen. Ja, musst du ja nicht, ne? Muss ich ja nicht, ne? Nee. So,
Wie viel wiegt der Haufen? So, der Johannes hat zu später Stunde extra nochmal eine Waage für euch aufgetrieben und das Teil wiegt, ich muss jetzt hier leider durch die Gardine schauen, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich auf Kamera nicht sehen, das Teil wiegt ganz genau 2340 Kilogramm. Da hinten das ganz kleine grüne Licht. Kann man durch die Gardine sehen, aber leider auf Kamera nicht. Ja, 2340 Kilogramm. So, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal drunter. Was wir natürlich nochmal machen können, ist, wenn du hier dein geiles 20 Meter Sprintrennen in der Halle nochmal machst, wegen dem Sound. Ach ja, genau. Ihr habt noch gefragt, wie der Sound ist von diesem Teil. Also ich war ziemlich beeindruckt. Also er ist jetzt nicht übermächtig, gell, aber er hat schon irgendwas von, hat schon einen gewissen Charakter. Den merkst du aber wirklich nur, wenn du mal kurz anbeschleunigst, dann brüllt das Ding so richtig. Und wenn du dann ganz normal fährst, ist es dann eher so ein Elektroauto-Future-Space-Shuttle-Sound. Aber wie gesagt, wenn man jetzt hier so kurz durchstartet, dann macht er so ein richtiges Geräusch. Wie? Allein das schon. Allein das schon, gell? Das hört sich so böse an, so. Genau deins, oder? Ich finde das mega fett, ey. Ja, Fabian, wenn wir das Teil schon einmal hier in den Heiligen Hallen haben, gell? Ja. Und wir so viele Hebebühnen hier haben, dann würde ich sagen, heben wir doch das Teil auch mal hoch und gucken uns das Ding mal von unten an. So machen wir's. Fabian, was natürlich auch überragend ist, sind hier die Kamerasequenzen, gell, beim Rangieren. Gerade jetzt hier mit der Hebebühne ist mir das wieder aufgefallen. Kannst du hier natürlich perfekt gucken, hast du einmal eine Frontansicht, einmal hast du eine Vogelperspektive, wo du wirklich von oben gucken kannst. Und wenn du rückwärts fährst, hast du natürlich auch noch die Heckansicht. Wahnsinn. Also, richtig geil. Ja, und da wir natürlich auch immer Probleme haben, Fahrzeuge anzuheben bei uns auf der Bühne, gibt es hier auch ein geiles Feature. Wir können nämlich das Fahrzeug hier per Luftfahrwerk anheben. Und kriegen dann somit perfekt unsere Arme drunter, Fabian. Ja, schon geschliffen, der Kollege. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, wie Sie sehen, ne? Sehen Sie nichts. Nicht. Crazy. Eine komplette Metallplatte unten drunter. Metall? Das ist Metall, ja. Also, es wird mich schwer wundern, wenn es kein Metall ist. Weil das muss wahrscheinlich schon ein bisschen stabil sein, um sich die Akkus nicht hier unten aufzureißen. Ne? Und ansonsten halt aber wirklich übelst krass aerodynamisch gebaut. Selbst hier die ganzen Querlenker sind verkleidet. Also wenn das Rad jetzt eintaucht quasi, haben wir wirklich eine Fläche hier unten drunter. Geht dann direkt hinten über in den Diffusor. Also CW-Wert von so einem Ding muss wirklich astrein sein. Extra noch einen Schacht zu Bremsenkühlung hier. Guck dir das an, Fabian. Was mich auch mal interessiert, wie die Teile Energierückgewinnung machen von der Bremse in die Akkus. Weil es kostet ja immer im Innenraum angezeigt, dass der dann wieder einspeist. Aber das muss ja irgendwie elektrisch funktionieren, ne? Ja, man sieht halt nichts. Also jetzt nichts Untypisches, was ich nicht sowieso schon kenne. Wir haben hier einmal Raddrehzahlsensoren, wir haben hier einmal Bremsbelag, Verschleißanzeigen. Aber jetzt da irgendwas zu erkennen von der Energierückgewinnung, muss ich ganz ehrlich passen. Wie soll denn funktionieren? Meinst du, wie im Internet steht? Komm, wir googeln schnell. Dass die Antriebswelle durch diesen Träger durchgeht. Bitte? Dass eine Antriebswelle durch so einen Träger durchgeht, habe ich auch noch nie gesehen. Doch, das ist normal. Ja, nicht normal. Doch, geht bei jedem Auto. Geht selbst bei deinem 3er Golf durch den Akkuschenkel durch. Bei deinem 3er Golf sieht das natürlich etwas anders aus. Da ist das eher in so einer bräunlichen Verfassung. Aber die muss ja durch irgendwas geführt sein. Da steckt ja dein Radnabe drauf, wo dein Rad drauf geschraubt wird. Und da in der Mitte kommt ja die Achswelle durch. Heb diesen Corsa jetzt hoch. Den Corsa? Ja. Ha, jetzt, Freunde, jetzt kommen wir jetzt mal zum richtigen Wunderwerk der Technik. Corsa C, 1,4er Maschine, geballte Power, ist zur Schönheitskopie hier. Ja. Du musst ja alleine mal die Abgasanlage reinziehen, die Fabian, bevor wir jetzt zum wichtigen Teil kommen. Ja? Das ist unnormal. Das schon zu der damaligen Zeit, was die da vorher aufgebaut haben bei Opel. Ja. Ich weiß nicht, warum die Marke da immer in Dreck gezogen werden muss. Hier ist dein Akkuschenkel. Die sind natürlich sehr viel kleiner und ein bisschen andere Form, aber da steckt sie halt auch voll drin. Ne? Die Antriebswelle. Da hat sich Audi bei Opel ganz schön was abgeguckt, Fabian, oder? Gut, da drüben sah es krass aus, deswegen. Da drüben sah es krass aus, ist ja alles neu, sieht immer alles krass aus. Aber es ist tatsächlich eigentlich immer so. Ja.
Geht ja jetzt eigentlich nicht um das. Geht ja jetzt nicht um den wunderschönen Wagen hier, ne? Sondern um den da drüben. So, Ladies and Gentlemen, wir haben uns mal schlau gemacht eben hier per Smartphone, wie denn die Energierückgewinnung bei so einem Teil überhaupt funktioniert. Also wir haben ja nicht immer gedacht, dass das über den Reibwert der Bremse funktioniert. Allerdings haben wir jetzt eben keinerlei Kabel gefunden und das kann somit gar nicht sein. Deswegen haben wir uns eben noch mal schlau gemacht. Die Energierückgewinnung, das heißt bei Audi Rekuperation, Rekuperation. Warte. Rekuperation heißt das bei Audi. Energierückgewinnung und ist wie folgt bei diesen Teilen. Also das Fahrzeug wird überwiegend, also soweit es geht, nur von dem Elektromotor gebremst. Und falls es dann natürlich zu einer krassen Vollbremsung kommen sollte oder zu einem extrem krassen Verzögern von einem Fahrzeug, erst dann wird dann die normale Bremse zugeschaltet. Alles andere macht wirklich der Elektromotor und speist dann quasi auch die Energie, die dabei gewonnen wird. Also die Masse, die sich noch bewegt, wird dann natürlich durch den Elektromotor abgebremst. Und dadurch erfolgt dann die Energierückgewinnung. Also nicht irgendwie durch den Reibwert quasi oder durch die Reibung der Bremse. Habe ich auch noch nicht gewusst, Fabian. Ich habe immer gedacht, die speisen da direkt irgendwie über den Reibwert der Bremse zurück. Nee. Ja, ansonsten können wir euch hier unten drunter wirklich nicht sehr viel Neues zeigen, erzählen, machen, tun. Das Teil ist, wie gesagt, schon einmal komplett verkleidet. Wir haben hier überall zusätzliche Belüftungen für die Bremse. Einmal hinten und vorne mit Sicherheit auch. Ja, hier haben wir noch so eine kleine Umlenkung. Ich gehe mal davon aus, dass die Luft dann hier vorne reinströmt. Jawohl, dann haben wir hier für die Aerodynamik wahrscheinlich nochmal so ein paar Luftschlitze, die ja auch wirklich mal genutzt werden bei Audi, weil hier vorne kann es rein, hier hinten wieder raus, hier kann es wieder rein, hier kann es auch wieder raus. Also nicht irgendwelche angedeuteten breiten Mäuler, wie man das normalerweise kennt. Also die haben ja auch wirklich alle einen Sinn und Nutzen. Ja, Fabian, willst du sonst noch irgendwas wissen? Nee, das war's eigentlich. Das war's? Ja, vor allem ist mein Akku gerade leer. Ja? Hm. Also machen wir erst mal, gucken wir mal, wie. Lassen wir erst mal runter und dann gucken wir weiter. Genau. So, Fabian, würdest du sagen, fahren wir noch eine Runde, hä? Jo. Voller Akku, Junge, Cornelius die Welt Lifestyle. Jetzt geht's los. So, Ladies and Gentlemen, an Bord in dem neuen Audi e-tron GT. Wir haben uns nochmal den Dominik geschnappt, der nochmal so ein bisschen hier sein Feedback abgeben soll, was er von dem Ganzen hält. Haben uns auch mal hier unser Zeitenmessgerät eben noch schnell beim Cornelius geholt, um mal zu gucken, wie das Teil jetzt wirklich von 0 auf 100 sich bewegt. Ja, Dominik. Wie ist die Beschleunigung? Wie ist die Beschleunigung so? Bis jetzt. Wollen wir die mal knackig testen oder was? Ja, nur 24. Wir haben ja hier verschiedene Drive-Modis, ne? Und dann gehen wir mal auf Dynamic. Das ist hier das Race-Mode, auch gut zu erkennen hier an dieser Formel 1 Strecken Postenlinie. Ja? Curbs. Curbs? Sind das Curbs, ja? Ja. Formel 1 Post. Und dann gehen wir mal voll, völlig unverhofft. Guck mal den Dominik an. Lecko. Lecko funny, ey. Das ist crazy, ne? Aber mal gucken, ob du das nachher auch noch so empfindest, wie du das jetzt eben empfunden hast. Weil es geht nämlich den meisten Menschen so, die das jetzt das erste Mal erlebt haben, dass das nachher gar nicht mehr so krass ist. Weil du dich eigentlich relativ schnell daran gewöhnt. Aber war schon gut, oder? Ja, war schon echt schnell. Ja, da können wir ja noch mal so ein bisschen unsere persönlichen Eindrücke von dem Fahrzeug erzählen oder was hier so unsere Lieblingsfeatures sind. Also wir haben natürlich vor 2 Tagen hier vergeblich nach einem induktiven Ladegerät gesucht, Fabian, gell? Ja. Und wir haben es auch Gott sei Dank gefunden. Allerdings leider ein bisschen versteckt. Das ist nämlich hier seitlich drin. Das heißt, man muss das Handy hier so vorne so ein bisschen reinschieben und dann in diese Spange da reinklemmen und dann wird das Handy induktiv geladen. Ist wahrscheinlich aus Platzgründen, Dominik, ein bisschen, bisschen blöd gelöst, aber es hat es auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch neue Ladesysteme. Einmal hier 2 Slots und einmal hinten unter der Rücksitzbank. Hinten unter der Rücksitzbank. Wie heißen die Anschlüsse, Fabian? USB-C. USB-C. Das ist der heißeste, neueste Scheiß, sagt mir der Fabian, vom iPhone 12. Kann ich mir leider nicht leisten, deswegen ist für mich diese Adaption völlig nutzlos. Also okay. Ruhe. Hä? iPhone 12 war nur das Beispiel, was ich benennen konnte. Ach so, ansonsten wahrscheinlich jedes neue Handy hat wahrscheinlich so einen Anschluss. Also der Anschluss auf der anderen Seite. Ja, ja, aber da gibt es ja wahrscheinlich Adapter für solche Sachen, ne? Ja, aber kannst ja einfach ein neues Netzteil kaufen. Auf jeden Fall schon mit den neuesten Anschlüssen ausgerüstet, dieses Fahrzeug. Ja, was gibt's noch Schönes? Wir haben vorhin so einen kleinen Capron hier gedreht, mit Fahraufnahmen und so weiter und so fort. Und da ist mir auch ein schönes Feature aufgefallen. Ich bin nämlich mit Vollgas auf Fabians Tiguan zugefahren, relativ knapp.
und er hat mich das Fahrzeug wirklich, trotz dass ich auf dem Pinsel gestanden habe, von alleine volles Rohr abgebremst. Das heißt, das hätte, wenn ich jetzt gewollt hätte, in den Fabian reinzufahren, hätte das sozusagen gar nicht funktioniert, weil das Fahrzeug selbstständig reagiert hat und hat das Ding komplett runtergeregelt. Dann, was habe ich noch Schönes für euch? Was natürlich noch extrem fahrsicher ist beim Überholvorgang, du hast natürlich innerhalb binnen Sekunden ein Fahrzeug überholt mit so einer Beschleunigung, gell? Das ist für mich auch verkehrssicher hoch 10, weil wenn du jetzt hier Ewigkeiten am Überholvergang rumrödelst, ist das natürlich auch höchstgradig gefährlich und hier bist du natürlich innerhalb binnen Sekunden am Fahrzeug vorbeigefahren. Ja, dann hat der Dominik eben noch ein geiles Feature entdeckt. Dominik, der alte Skifahrer, der alte Skihase. Ja. Hast du auch nicht bei vielen Fahrzeugen, dass du quasi diese Mittelarmlehne nochmal zusätzlich rausklappen kannst und kannst da irgendwas Langes, zum Beispiel deine Skier oder so, durchladen. Das ist auch ein sehr geiles Feature. Gibt's, weil normalerweise einen Skisack von Audi dazu, ne? Musst du dann immer... Gibt es da von Audi einen Skisack? Gibt es alles. Im Ernst? Ja, na sicher. Alles am Start bei Audi. Das ist zum Beispiel auch sehr geil, weil bei manchen Fahrzeugen musst du wirklich die komplette Sitzbank umklappen, um dann wirklich durchladen zu können. Oder es geht teilweise überhaupt nicht. Und wir haben auch eine Aufnahme für einen Dachgepäckträger. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Aber trotz dem Dach, ja. Ja, alles am Start. So, dann gucken wir nochmal, was das Ding 0-100 kann. Ne? Ja, dann fahren wir jetzt mal hier auf eine Teststrecke, würde ich sagen. Was sagst du so zu den Fahrgeräuschen hier drinne? Eigentlich in Ordnung, ne? Ist zwar jetzt nicht so wie bei unseren anderen Autos, aber... Hast du das Geräusch gehört, wo ich in der Halle so losbeschleunigt? Ich glaube so... Buh. Ja. Da hat er so ein bisschen geschnurrt, als wenn er ein Verbrenner wäre, ne? Soundgenerator. Das war schon ziemlich gängig, finde ich. Mhm. Ja, von der Bequemlichkeit, Dominik, was sagst du dazu auf der Rücksitzbank? Gängig. Bin groß, hab Platz. Auch nach oben? Also bist ja schon ein großer Mensch, ne? Mhm. Groß bist du? 1,85. Und sitzt bequem, hast Platz. Ja, nach hier drüben jetzt vielleicht nicht ganz so viel, aber für ein bisschen kleineren reicht es auf jeden Fall aus, ja. Hast du schon mal hinten drin gesessen? Quasi? Ich, ja. Ich finde es hinten sogar bequemer als vorne. Okay. Nee, vom Sitz her mega, aber ja, nach hier fehlt es ein bisschen. Ist halt auch ein Sportwagen, ne? Das ist richtig. So, Ladies and Gentlemen, eine kleine Messung. 0-100, 4,1 Sekunden soll er machen. Mal gucken, was wir machen mit 3 Personen im Innenraum. Und los. Könnte dann quasi hinhauen, wenn du nur ein Fahrer an Bord ist. Bist du beeindruckt, Fabian? Ja, macht schon einen Schmalen. Ne? Bist du immer noch so beeindruckt vom Anzug oder ist nicht mehr ganz so krass? Doch, ist schon mega. Ja? Also. Schon Alter, was ganz anderes. Immer krasser sein, Dominik. Ja, aber momentan, nach dreimal beschleunigen, reicht's noch. Gut, fahren wir zurück. Was soll ich dazu sagen? Ja. So, Ladies and Gentlemen, seid ihr zufrieden soweit? Können wir zurückfahren? Können wir. Hä? Machen wir noch ein kleines Abschlussresümee in der Halle, Dominik, oder? Wenn du das möchtest. Und los. So, Ladies and Gentlemen, um zum Ende unseres Videos zu kommen und zu unserem persönlichen Fazit, da kann ich natürlich erstmal ein paar Punkte aufzählen. Also optisch überzeugte uns auf jeden Fall. Sieht sehr aggressiv und böse aus. Wäre auch schlimm, wenn nicht, ne? Für so einen Oberklassewagen von Audi. Alltagstauglich ist er auch, wie man gesehen hat. Wir haben 2 Kofferräume, wir haben genug Platz im Innenraum. Selbst der Dominik hatte genug Platz als großer Mensch auf der Rücksitzbank. Reichweitentechnisch haben wir jetzt mal so stückchenweise getestet. Also wir können jetzt natürlich nur für uns sprechen. Für unsere dörfliche Region reicht das Ding allemal. Wenn wir jetzt in die nächste Großstadt fahren wollen, was essen und so weiter und so fort, reicht das auf jeden Fall. Deswegen gibt es da von uns auch volle Punktzahl. Ob mir jetzt natürlich die angegebenen 400 noch was Kilometer kommen, wissen wir nicht. Konnten wir jetzt innerhalb dieses kurzen Wochenendes leider nicht testen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das schon ungefähr so hinhaut. Würdest du es kaufen? Schickes, schnieges Auto. Aber allerdings würde ich es mir nicht kaufen, weil es für 139.000 Euro doch zu teuer ist. Ich finde es auch allgemein für ein Elektrofahrzeug viel zu teuer. Allerdings musste der Audi mal irgendwie was in die Oberklasse entwickeln und bauen und machen. Und das haben die mit dem Audi e-tron GT auf jeden Fall auf die Beine gestellt. Ob sich das jetzt etablieren wird, ist erstmal dahingestellt. Auf jeden Fall ein mega schickes, cooles, geiles Fahrzeug. Ja, Fabian, das war's von mir. Hä? Von mir auch. Ich zurück ins Studio. Ja, Ladies and Gentlemen, hat mich gefreut oder uns gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Stopp!
Wir müssen uns natürlich noch bedanken bei dem Autohaus Schulz und Straube aus Bad Salzung, dass ihr uns dieses wunderschöne Fahrzeug zur Verfügung gestellt habt. Vielen Dank, dass ihr euch bei uns gemeldet habt. Und ja, wenn ihr wieder was habt, meldet euch gerne. Ciao.